Hallo liebe Leute, hier ist euer Lifehacks und ich möchte euch mal ein paar Informationen von Anfänger für Anfänger zusammentragen. Hier beginnen mit meinem ersten Video, Kategorie wirklich Start, ersten Schritte, was sollte man wissen und ich würde sagen, wir legen gemeinsam los. Hier auf meinem neuen Account habe ich natürlich am Anfang die Auswahl gehabt, eins von drei Schiffen zu starten. Dabei ist es im Endeffekt egal, welches Schiff ihr nehmt. Ihr habt halt die Auswahlmöglichkeiten von den Deutschen, den Japanern und von den Amerikanern. Und im Nachhinein ist es auch ganz klug so zu machen, weil wenn man sich überlegt, was möchte ich auf lange Sicht eigentlich fahren, das sind wahrscheinlich die Japaner, sowohl die Amerikaner oder auch die Deutschen, teilweise wirklich anfängerfreundliche Nationen. Und die große Frage ist immer, muss ich mich auf eine Nation festlegen und habe ich irgendwie einen Nachteil, wenn ich das nicht tue? Und die Fragen beantworten wir mal ganz kurz. Also im Endeffekt würde ich hier von Wargaming das unterschreiben, dass man mit Japanern, Amerikanern und Deutschen am Anfang nichts falsch machen könnte. Andere Nationen, zum Beispiel auch die Franzosen, sind auch sehr schön, haben aber auch schon bei diversen Klassen Besonderheiten und von daher gesehen, diese drei wirklich am Anfang, wirklich Top-Anfängernationen. Und ob ihr jetzt in die Breite gehen müsst oder nicht, das ist euch selbst überlassen. Ihr dürft nicht vergessen, es ist abhängig, wie viel Zeit ihr habt, wie viel Motivation auch in die Forschung reinzugehen, weil ja quasi, um auf Schiff 1 zu Schiff 2 zu kommen, müsst ihr ja immer ein bisschen Schiff XP erfahren, damit ihr dann quasi auf die nächste Stufe kommt. Bei den Amerikanern ist mir das jetzt schon gelungen im ersten Gefecht und jetzt seht ihr auch schon, hey, ich hätte jetzt hier die Möglichkeit, auch nach rechts zu gehen, zu den Zerstörern, oder ich gehe nach unten weiter. Und da ist die nächste große Frage, die viele immer gar nicht so einschätzen können. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Kreuzer, einem Zerstörer und einem Flugzeugträger und einem Schlachtschiff? Und ich würde sagen, wir erklären das mal ganz kurz gemeinsam. Also ihr müsst euch vorstellen, ein Schlachtschiff ist ein sehr, sehr starkes Schiff, meistens etwas unmobiler. Und wir gucken uns das mal an in der Schiffsvorschau. Hier und Schlachtschiff jetzt auf Stufe 10, was ja mit Stufe 11 aktuell die Endstufen sind und wie gesagt, nicht so agil, ne, in der Regel im Vergleich zu anderen Klassen. Dann natürlich sehr, sehr hohe Überlebensfähigkeit, also sehr, sehr viele Lebenspunkte und dadurch natürlich auch einiges an Robustheit mitgebracht, hat natürlich aber auch sehr, sehr schöne und starke Artillerien, also wirklich sehr, sehr gute Kanonen, sehr, sehr starke Kanonen. Die haben einfach einen sehr, sehr hohen Schaden, sehr, sehr hohen Alpha-Schaden. Wenn man hier mal drüber guckt mit dem Mouse-Over, sieht man das schon. Ja, der Höchstschaden der AP-Granaten, 15.750, ist eine Menge. Und dann ist natürlich aber auch der Nachteil wiederum, ihr seid neben der Langsamkeit auch nicht so. Ihr könnt es euch nicht so verstecken, ihr habt in der Regel wirklich einen relativ hohen Aufklärungswert von gegnerischen anderen Schiffen und das solltet ihr so im Hintergrund wissen und gehen wir mal zum nächsten, zu den Zerstörern. Jetzt hier am Beispiel der Gearing, es sind Zerstörer kommen hier als großer Bonus gleich vorweg in der Regel mit einem sehr, sehr guten Tarnwert im Vergleich zu anderen Schiffsklassen her und haben auch nicht immer, aber sehr, sehr oft Torpedos mit an Bord und können dadurch, ne, Gegner aufklären, können mit Torpedos versuchen auch Gegner zu lenken und haben aber auch noch diverse Fähigkeiten im Spiel, wie zum Beispiel einen Rauch, wo sie sich drinnen verstecken können, haben relativ guten Schusswinkel, um teilweise auch wirklich hinter Inseln zu schießen zu können, aber auch hier schon fast so detailliert und natürlich ganz, ganz wichtig, die halten nichts aus. Im Vergleich zu unserem Schlachtschiff gerade eben weniger Lebenspunkte,
Und hier noch die Besonderheit: im Aufbau hat keine Zitadelle. Und Zitadelle ist im Endeffekt da, wo ihr am meisten Schaden kriegen könnt. Und Zerstörer besitzen sowas eigentlich nicht. Also Kategorie Aufklärer, aufdecken und wirklich auch zerstören, wie die Zerstörer schon sagen. Und die sind in der Regel immer ganz gut gegen Schlachtschiffe einsetzbar. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Die nächste Kategorie sind die Kreuzer. Und bei den Kreuzern wird später nochmal unterschieden. Werde ich mal einen separaten Video machen zwischen leichten und schweren Kreuzer. Das hier ist jetzt die Moines und wird im Fachjargon Desmo genannt. Und ihr müsst euch vorstellen, die sind eigentlich dafür da, so ein Mittelweg zwischen Schlachtschiff, was wir als erstes angeguckt haben, und Zerstörer. Einige Kreuzer haben Torpedos, andere nicht. Einige haben einen sehr, sehr guten Tarnwert, andere nicht. Einige haben eine gute Panzerung, andere nicht. Das ist halt immer so eine Mittelform. Je nachdem, welche Nation ihr spielt, haben in der Regel aber sehr, sehr gute Kanonen. Die sind meistens genau und die machen auch ordentlich Schaden. Haben dann natürlich im Vergleich zu den guten Kanonen der Schlachtschiffe nicht so viel Alpha-Schaden. Der Höchstschaden ist in der Regel geringer, kommt dafür aber über ihren Reload, ne, über ihre Nachladezeit und über ihre meistens bessere Streuung. Die Streuung ist ja im Endeffekt, was angibt, wie könnt ihr einen Gegner treffen und wie nicht. Und das ist natürlich dann auch, schlägt sich in der Panzerung oder auch in den Lebenspunkten wieder. Ihr habt quasi einen Mittelweg zwischen Zerstörer und Schlachtschiff. Also natürlich auch in dem Fall fast die Hälfte an Lebenspunkten von dem Schlachtschiff, aber immer noch 30.000 mehr als ein Zerstörer. Also so in diese Kategorie kann man das rein machen und die sind eigentlich, ne, so ein Mittelweg, könnten Zerstörern gefährlich werden, können aber auch gegebenenfalls durch die Position auch natürlich Schlachtschiffen ordentlich einheizen, müssen in der Regel aufpassen, wenn sie die Breitseite zeigen, sind sie relativ schnell Mus von diversen Schlachtschiffen und müssen natürlich auch gegnerische Torpedos fürchten, haben aber immer wieder Tools als Kreuzer, um sich gegen sowas zu wehren. Es gibt auch Kreuzer, die haben zum Beispiel Nebel, aber in unseren Anfängernationen, Japan, Deutschland und USA, ist das erstmal weniger das Problem. Wir haben jetzt ganz kurz die Schiffstypen erläutert und ich würde sagen, wir machen mal weiter. Was gibt es sonst noch so zu wissen? Es gibt hier natürlich ein UI, habe ich gerade schon mal leicht angerissen. Und da könnt ihr, ne, euch immer wieder die Panzerung von euren Schiffsmodell angucken, auch von Schiffen, die ihr nicht besitzt. Angenommen, ihr kämpft gegen ein Schiff und ihr habt Probleme, bei diesem Schiff Schaden zu machen, dann könnt ihr euch das über den Forschungsbaum könnt ihr euch das natürlich hervorrufen und dann könnt ihr sagen, okay, wo schieße ich denn diesem Schiff hier eigentlich lang? Wo ist hier die Schwachstelle? Und da ist natürlich hier drüben, wie ihr schon so schön seht, ne, auch die verschiedenen Stärkegrade der Panzerung eingezeichnet. Ihr könnt die ausblenden, wie ihr wollt. Ist am Anfang natürlich viel Theorie, gar keine Frage, aber in World of Warships ist es so, Wissen ist Macht und hier könnt ihr schon sehen, wo quasi, ne, wo man was penetrieren könnt oder nicht. Und das solltet ihr immer wieder darauf aufmerksam machen. Habt ihr am Anfangsniveau Stufe 5, 6, 7 immer wieder Probleme bei Schiffen, könnt einfach keinen Schaden machen. Guckt euch wirklich an, wo sind die Schwachstellen, wo kann ich mit meiner Munition durchschießen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr eigentlich schießt, geht auf euer Schiff, klickt auf Artillerie, benutzt das Mouse-Over, um hier drüber zu klicken und dann kriegt ihr wirklich schon sehr, sehr gute Werte. Achtung, einige Schiffe können auch mal ihre Kanonen dann verbessern, ausbauen und hier sieht man zum Beispiel schon, dass zum Beispiel die HE Durchschlagskraft 85 mm hat, das ist natürlich sehr, sehr viel und eine Brandwahrscheinlichkeit von 40% und auch hier der Höchstschaden sehr, sehr stark, natürlich mit 19.400 und auch einen 510er Kaliber, natürlich auch einer der Endgame-Schiffe, die es im Spiel gibt und so rein mal ein Panzerungsverhältnis zu Munition kurz angerissen, ist noch viel detaillierter in einem anderen Video, keine Sorge. Und dann können wir natürlich wahrscheinlich zur nächsten Frage, die ist auch schon auf meiner Chester drauf aufgetroffen, wenn wir uns das gerade so ein bisschen nochmal in den Kopf rufen, ne, ich gehe jetzt hier auf meine Chester und schaue mir an, alles klar, ich habe hier HI und ich habe AP.
Und dann ihr seht jetzt auch schon teilweise, einige Schiffstypen haben übrigens die Mündungsgeschwindigkeit unterschiedlich, da müsst ihr nochmal aufpassen, haben dadurch halt auch eine andere Flugzeit und haben auch dementsprechend einen anderen Durchschlag. Mein aktuelles HE hier, wenn ich durchmache, ne, 21 mm. Und wenn ich jetzt auf mein eigenes Schiff beziehen würde, angenommen ich kämpfe gegen eine Chester mit 21 mm HE, da kann ich immer so reingucken und sehe ich, ja, hier hinten geht was, hier oben auch, das hier ist schon 22 mm, könnte ich schon ab und zu mal abprallen, hier 38, was mache ich dann? Ja genau, dann gucken wir uns nochmal unsere Kanone genau an und stellen fest, okay, wir haben 127 mm AP, das heißt, wir könnten in der Breitseite wahrscheinlich effektiver mit AP hier rein schießen. Frontal ist es natürlich auch mal schwierig, ein Schiff zu treffen, und wenn ich hier so rangucke, ja, sehe ich fast nur grün, wahrscheinlich auch frontal mit HE in der Regel eine kluge Entscheidung, wirklich ganz einfach formuliert. Und so haben wir schon mal die zwei Munitionsarten wirklich kinderleicht abgehakt. Das ist noch viel, viel mehr dazu. Und wie gesagt, ich möchte euch hier nicht abschrecken. Ich würde sagen, wir gucken noch mal in die Optionen rein. Dazu habe ich auch ein separates Video gemacht zu dem Thema Mods. Einstellungen, Steuerung. Hier das Wichtigste, hier unten links, aktiver Gefechtsmodus, sollte angeschaltet werden. Genauso schaut bitte in die Steuerung rein, was eigentlich euer Schiff alles kann. Da gibt es ein paar Sachen, die erkläre ich jetzt nochmal ganz kurz. Also Verbrauchsmaterial ist klar, sind dann später die aktiven Fähigkeiten. Artilleriekamera ist einer der wichtigeren Sachen, zum Beispiel, wenn ihr mit eurem Schiff aus der Third Person, dritte Person, weiter rausgezoomt seid und ihr möchtet aber relativ schnell wieder in die Visieransicht gehen, das ist quasi die Artilleriekamera, ist in der Regel oben auf Shift und ich habe es bei mir auf den Mausbutton gelegt. Dann natürlich die taktische Kamera, um einfach zu gucken, auch wie bin ich gerade positioniert, wie fährt der Gegner vielleicht gerade weg. Um das zu sehen, ist auch nie verkehrt. Die freie Kamera ist Rechtsklick. Und dann natürlich noch ein Ziel anvisieren, auch immer empfehlenswert, wenn ihr das Ziel nicht anvisiert, das seht ihr dann in der Markierung, dann schießen eure Kanonen sonst wohin. Also ihr müsst das Ziel, was ihr anschießen wollt, wirklich bewusst anvisieren. Und ihr habt hier oben auch diese Option hier, wo ich mit meiner Maus bin, dass ihr das anvisierte Ziel verfolgen könnt. Und dann müsst ihr aufpassen, wenn zwei Schiffe nebeneinander sind, welches ihr wirklich priorisiert. Und das habe ich bei mir mit X gemacht, dass ich quasi das Ziel, was ich wirklich anschießen möchte, nochmal in dem Fall mit X reinnehme in mein Visier. Dann gibt es hier noch zum Beispiel Flugabwehrzone und Sekundärgeschütze und Flakgeschütze. Das ist interessant, später zu deaktivieren oder zu aktivieren. Dazu komme ich auch nochmal in einem separaten Video, aber dass es das einfach gibt, schon mal wissen. Und wenn zum Beispiel Flugzeuge euch auf den Nerv gehen, dass ihr einen Flugabwehrsektor priorisieren könnt. Diese Fähigkeit hat einen Cooldown. Das ist entweder links oder rechts von eurem Schiff und dadurch könnt ihr dann quasi Anführungszeichen mehr Schaden an Flugzeugen machen, wenn die euch auf den Nerv gehen. Gehen wir nochmal ganz kurz auf dieses Hafenmenü ein. Ihr habt oben rechts eure Duplom, das ist eure Premium-Währung. Wenn ihr irgendwas kaufen wollt im Spiel, kostet das in der Regel Duplom. Egal ob Premium-Schiffe oder nicht. Oder irgendwelche anderen Goodies, Tarnungen, Booster, Premium-Tage. Das ist natürlich mit Duplonen aufzuwiegen oder irgendwelche Sachen umschulen wollt. Dann habt ihr hier eure Kreditpunkte. Die braucht ihr, um Schiffe zu kaufen, Module zu kaufen, Ausrüstung zu kaufen und eure freie EP, die wird nach und nach angehäuft. Ihr kriegt hier 10% freie EP und von eurer maximal Basis XP wird die automatisch verrechnet. Man kann die natürlich auch verbessern, gar keine Frage. Und wie man das verbessert, das geht dann so rum. Ihr habt hier unterhalb eures Kapitäns einen ökonomischen Bonus, das könnt ihr einfach aufrufen, dann macht ihr einen Linksklick rein und jetzt könnt ihr hier sagen, wie ihr euer Schiff, je nachdem was ihr fahrt, verbessern wollt. Ich würde euch einige Sachen erst ab höheren Stufen empfehlen, wenn ihr auch auf dem Schiff fit seid, wenn ihr nicht so viele Sachen übrig habt, und da könnt ihr das theoretisch festlegen, wie schnell ihr was wie kriegen könnt. Genauso kann man hier auch im Hafen festlegen, dass es eine kompakte Karussellansicht gibt und wie viel Reihen die Karussellansicht haben sollte. Das ist einfach nur ein Goodie, was man machen
kann und auch sollte. Dann hat man hier oben unter euren Namen kann man sich unter anderem diverse Sachen angucken. Das Rekrutierungsbüro, falls ihr mal welche Leute rekrutiert habt. Ihr könnt ins Inventar gehen. Im Inventar habt ihr die Möglichkeit, immer wieder Module von Schiffen, die ihr nicht mehr braucht, zu verkaufen. Macht das alle 2 Wochen einmal oder jede Woche einmal. Dadurch könnt ihr immer wieder Credits bekommen und regelmäßig auch aktuell die Tarnungen haben ja am Wert verloren. Tarnungen verkaufen, die gibt es manchmal durch Aufträge oder irgendwelche Events oder auch Twitch-Drops. Also verkauft die Sachen, um an Credits zu kommen, damit ihr quasi mehr habt und wieder mehr kaufen könnt. Dann ist hier oben weiterhin noch neben dem Inventar noch ganz interessant, die Neuigkeiten, die blinken auch regelmäßig auf. Klickt hier die Sachen regelmäßig durch, lest die an. Hier sind regelmäßig Aufträge versteckt. Zu Kampfaufträgen komme ich jetzt gleich noch. Und da einfach immer durchschauen und dann könnt ihr hier, dass ihr sagt, ihr möchtet da teilnehmen und dann habt ihr einen Auftrag. Manchmal ist das nur 2 Farben machen, Basis XP kriegen. Aber auf jeden Fall die News ein bisschen durchscrollen für versteckte Aufträge. Und wo findet man das Ganze? Ihr seht das schon hier drüben links, Kampfaufträge. Hier gibt es nämlich einen, den habe ich gerade aktiviert. Und Wissen zum Sieg, jetzt sehe ich hier, das habe ich gerade angenommen, alles klar, gibt mir Credits und verdienen Sie mit einem Gefecht 1900 Basis XP, Stufe 5 bis Stufe 10 ist die Bedingung und dann gibt es Credits und nochmal ein Signal und ja, so viel dazu. Genauso habt ihr hier drüben links noch den Premium-Laden, wo ihr natürlich Sachen kaufen könnt. Die Waffenkammer wird wahrscheinlich die meisten von euch erstmal komplett überschlagen. Habt keine Angst vor der Waffenkammer. In der Regel habt ihr oben immer Empfehlungen, was gerade neu ist. Dann habt ihr hier Schiffe. Die Schiffe können natürlich auch, ne, wenn man hier oben mal reinguckt, komplett verwirrend. Es gibt britische Marken, das sind aktuell Eventmarken. Die kann man verdienen, wenn man bei dem Event teilnimmt. Man hat ökonomischen Bonusmarken. Das ist aktuell eine Verrechnungsvariante, weil sich in World of Warships einiges umgestellt hat und dadurch kann man halt Sachen besser umtauschen. Dann hat man die Sommermarken, das ist ein aktuelles Event, was läuft, das kriegt ihr über auch Aufträge teilweise zusammen. Dann haben wir hier natürlich noch Stahl und Kohle, das sind wirklich die Bonus-Superwährungen. Stahl gibt es für Clan War und für Ranglisten-Matches und Kohle könnt ihr regelmäßig über auch Clan Wars und Rangliste und natürlich aber auch über die Container euch regelmäßig holen und die anderen beiden Währungen hier oben. Die haben wir ja schon mal angeguckt und dann könnt ihr hier theoretisch suchen, was es so gibt. Dann gibt es natürlich Kapitäne, auch diese sind für den späteren Spielverlauf interessant. Die solltet ihr euch am Anfang gar nicht wirklich interessieren. Später, wenn ihr wirklich ein halbes Jahr spielt, werdet ihr mitkriegen, alles klar. Das ist interessant, das lohnt sich. Dann hat man hier die berühmt-berüchtigten Container, das ist einfach ein Lootbox-System. Achtung, es ist wirklich auch wie eine Lotterie, es ist nicht wirklich zu empfehlen, von Anfang an da rein zu buttern. Wenn, dann holt euch lieber bewusst ein Schiff, auf das ihr zurechtkommt, wartet aber auch ab, bis ihr ungefähr in dieser Tierstufe des Schiffes grob angekommen seid. Also kauft euch nicht sofort ein 9er Schiff, wenn ihr immer noch im 5er Niveau seid. Ihr habt einfach keinen Spaß und auch keinen Nutzen davon. Dann haben wir hier noch die Anpassungen. Hier gibt es auch regelmäßig Sachen, die ihr kaufen könnt. Hier nochmal der Augenmerk reinzubringen auf die Kategorie Signale. Es gibt alle Monate hier Coupons. Benutzt die Coupons wie Signale, die euch wichtig sind. Wenn jetzt hier vor euch einer sagt, was bringt eigentlich Signale? Zum Beispiel, ihr könnt euer Schiff kann schneller fahren, ihr könnt einen Gegner besser anzünden, ihr habt vielleicht ein bisschen mehr Heal oder ihr explodiert einfach nicht mehr. Und da kann man einfach drauf gehen und einen Coupon verwenden und dadurch meistens für Credits auch nehmen, müsst die Kohle nicht nehmen, bitte für Credits nehmen, habt ihr hier auf jeden Fall was für eure Schiffe. Ich zeige gleich nochmal, wie die angebracht werden. Ja, das ist ganz einfach, ihr klickt quasi auf euer Schiff, dann habt ihr hier unter Ausrüstungen und jetzt hier ist dieses Signale ran und dann seht ihr einfach, was es so gibt und für Zerstörer ist es in der Regel ab einer gewissen Tierstufe auch fast schon Pflicht, dass man
einfach die Antidetonation mitnimmt, dass man nicht explodiert während des Gefechtes. Ja. Nur so als Musterbeispiel, gibt natürlich noch eine Menge mehr. Wir haben jetzt hier schon Waffenkammer und Premiumladen abgearbeitet. Die Titan der Industrie ist, wie gesagt, ein Event. Da gibt es unterschiedliche Sachen. Das wird nicht immer so aussehen, wenn ihr das Video anguckt. Und die Kampfaufträge habe ich auch schon gezeigt. Da gibt es auch, wie gesagt, wöchentliche wiederkehrende. Kommen wir nun zu den Feldzügen für Anfänger. Wenn ihr kein Premium-Konto habt, habt ihr hier bloß immer ein Aktiv dabei. Dabei würde ich euch raten, entweder Wissenschaft des Sieges zu machen oder auch die fünf Epochen der Marine. Fünf Epochen der Marine ist nämlich so, dass ihr hier im 2er- bis 4er Niveau seid und ihr seht hier, es gibt Belohnungen und später gibt es dann auch wirklich gute Belohnungen und das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Das ist einfach eine coole Sache so nebenbei. Ne? Da können Flaggen drin sein, da können Kohle drin sein, Tarnungen drin sein, da gibt es so viele Sachen. Ne? Und macht das einfach durch. Natürlich müsst ihr immer hier, um weiterzukommen, die erste Aufgabe, also ihr braucht dann im Endeffekt, sag ich mal, ne, 10 Sterne und dann müsst ihr gucken, wie kriegt ihr die 10 Sterne zusammen. Diese 10 Sterne könnt ihr auch machen, indem ihr jetzt beispielsweise 10 Mal Aufgabe 1 macht. Ihr kriegt halt bloß diese Belohnung, die da unten angegeben ist. Ne? Die gibt es halt nur einmal. Ne? Diese 5 Epochen der Marine-Container gibt es nur einmal, aber der Stern würde theoretisch 10 Mal kommen und wenn ihr irgendwie Probleme habt bei Aufgaben, dann macht das einfach hier rüber. Und wenn ihr dann 10 Sterne habt, dann wird die letzte Aufgabe freigeschaltet. Ist die letzte Aufgabe erfolgreich, könnt ihr in die Phase 2 gehen. Und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Auch hier, wie gesagt, könnt ihr wieder, wenn ihr Aufgaben habt, die euch sehr, sehr gut liegen, einfach die Aufgabe wiederholen. So, ich habe euch jetzt mal die ersten Schritte im Gefecht gezeigt. Ich werde nochmal unten in meiner Videobeschreibung nochmal mein Mod-Video verlinken. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt hier nicht überfordert. Ich habe es versucht, so unkompliziert wie möglich zu halten. Es werden weitere Videos folgen, die werde ich auch in der Playlist verlinken. Und ja, viel Spaß in euren ersten Schritten in World of Warships und wie gesagt, feuerfrei, geht nicht unter. Euer Lifehacks. Tschüss!